Was in aller Welt ist das denn für ein Auto? In einem ungewöhnlichen Klassiker fahren wir durch Norditalien. Der Cort 812 sieht aus wie die Fingerübung eines durchgeknallten Designers und gilt als Meisterwerk eines genialen Automobiltycoons. Arid Lobben Cort, den Namen kennt heute kaum noch jemand. Dabei ist er ein Paradebeispiel für den American Dream. Er hat ganz klein angefangen als Tankwart und Autoverkäufer, scheint aber ganz gut gemacht zu haben. Denn schon bald gehören ihm mit Auburn und Duesenberg zwei renommierte amerikanische Automarken. Aber dem ehrgeizigen jungen Unternehmer ist das nicht genug und so gründet er 1929 eine dritte Automarke, die seinen Namen trägt, Cort Automobiles. Eigentlich sollte sich Arid Lobben Cort als erfahrener Geschäftsmann strikt an den Wünschen und Bedürfnissen seiner Kunden orientieren. Tut er aber nicht. Unter dem Markennamen Cort experimentiert er und baut Autos, die einfach etwas anders sind. Von Anfang an steht Cort für außergewöhnliches Design und innovative Technik. Schon im ersten Modell, dem L29, feiert 1929 der Frontantrieb seine Amerika-Premiere. Und auch dieser hier, der 812 SC, wird über die Vorderräder angetrieben, was damals absolut ungewöhnlich war. Allerdings stoßen die schmalen Reifen im Zusammenspiel mit dem bärenstarken V8-Motor mit Kompressoraufladung ganz schnell an ihre Haftungsgrenzen. Und auch enge Kurven mager gar nicht. Aber er gehörte damals zu den schnellsten Serienautos der Welt. Seine Höchstgeschwindigkeit von 160 km pro Stunde verdankt der Cort 812 SC nicht zuletzt der stromlinienförmigen Karosserie. Stolz verkündet der historische Werbeprospekt, dass die Reduzierung des Luftwiderstands eine entscheidende Rolle gespielt habe. Damals ein Novum, ebenso wie nahezu alle Technikkomponenten. Das ist ein Traum für jeden Fahranfänger. Wenn man den Cort zufällig mal abwirkt, dann genügt ein Tritt in die Kupplung und er springt automatisch wieder an. Schalten lässt sich der Cort übrigens wirklich mit einem Finger, denn das elektropneumatische Getriebe schaltet die drei Gänge plus Overdrive wie von Geisterhand durch. Und zu einer Zeit, wo die wenigsten Autos überhaupt mit Scheibenwischer ausgestattet waren, da gab es hier schon einen mit Geschwindigkeitsregulierung. Und der Cort war das erste Auto, das serienmäßig mit Radio und versenkbaren Klappscheinwerfern ausgestattet war. Also mehr Technik war Mitte der 30er Jahre definitiv nicht möglich. Was für eine böse Schnauze. Also mit dieser aerodynamischen Karosserie, diesem massiven Chromgrill, dann diesen versteckten Klappscheinwerfern und vor allem diesen nach außen wuchernden Auspuffrohren, da muss dieser Cort doch damals vorgekommen sein wie ein durchgeknalltes Insekt aus einer fernen Galaxie. Also von Understatement hat der Cort-Designer Gordon Burick, übrigens damals ein weltbekannter Industriedesigner, wohl nicht allzu viel gehalten von Eleganz und Aerodynamik, aber dafür umso mehr. So war dieser Wagen einer der ersten mit innenliegenden Türscharnieren. Bis dato waren die ja immer hier außen ziemlich klobig dran montiert. Also man kann sagen, designmäßig ist dieser Cort ein absoluter Traum. Designmäßig. In den 30er Jahren revolutionieren der Cort 812 und sein optisch identischer Vorgänger 810 mit ihren harmonischen und fließenden Linien das amerikanische Automobildesign. Die drei Herzen im Markenlogo stehen angeblich für die Liebe des Firmengründers zu seinen Autos. Angesichts der wunderschönen Details dieses rollenden Kunstwerks ist man geneigt, die Geschichte zu glauben. Das edle Aluminium-Armaturenbrett mit den gut ablesbaren Instrumenten, die filigrane Schaltkulisse, die zahlreichen wunderschönen Hebel und das gediegene Club-Ambiente beweisen, Cort's Liebe erstreckt sich auch auf den Fahrzeuginnenraum. Als weltweit erstes Serienauto setzt der Cort auf Klappscheinwerfer. Eine Lösung, die sich erst 30 Jahre später etabliert. Diese formschöne Motorhaube bekam übrigens damals den Spitznamen Coffin Nose, Sargnase. Und darunter steckt ein V8-Motor aus dem Hause Lycoming, einem der berühmtesten Flugzeugmotorenbauer der USA. Normalerweise schafft diese Turbine 125 PS, aber diese SC-Version ist ausgestattet mit einem Schwitzer Cummins Zentrifugalkompressor. Das Resultat 170 PS, 160 km/h Spitze. Das hat damals fast keiner geschafft.
Im Duett mit dem heulenden Kompressor liefert der 8-Zylinder mit 4,7 Litern Hubraum zudem eine einzigartige Klangkulisse. Keine Frage, der Korb ist ein faszinierender Eye-Catcher. Leider kann er in der Praxis nicht halten, was er verspricht. Bei seiner Präsentation auf der New York Auto Show 1935 sorgt der Korb für wahre Tumulte. Jeder will dieses Designwunder sehen und danach flattern hunderte Vorbestellungen ins Haus. Dabei ist der Korb von einer Serienreife noch meilenweit entfernt. Tja, und wie so oft? Wenn es schnell gehen muss, dann geht's schief. 1936 werden die ersten Modelle ausgeliefert und wegen etlicher technischer Mängel entpuppt sich der Traumwagen für viele als absoluter Albtraum. Oft leiden die Korb-Modelle unter überhitzten Motoren, herausspringenden Gängen oder Wassereinbrüchen. Zudem fährt sich der fast 1,7 Tonnen schwere Wagen deutlich behäbiger, als sein dynamisches Design verspricht. Nach nur 8 Jahren ist Korb 1937 pleite. Vielleicht war Korb ja einer der innovativsten Automarken Amerikas, aber mit Sicherheit eine der kurzlebigsten. Fest steht aber, als Pionier in Sachen Design, Aerodynamik und Technik war der Korb 812 seiner Zeit geschätzte 30 Jahre voraus. Aber wie das so oft ist mit Pionieren, ihre wahre Größe erkennt man oft erst dann, wenn es zu spät ist. Heute aber ist es sonnenklar, der Korb 812 ist definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Nur knapp 3000 Korb 812 werden gebaut, davon 134 in der begehrten SC-Version mit Kompressor. Die Schwestermarken Auburn und Duesenberg reißt Korb übrigens mit in den Ruin.